Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir uns zwei Schlachten mit Bugipit hier geliefert und haben hier irgendwie, keine Ahnung, gegen Zombies gekämpft. Und wir sind jetzt bei Rumrasen. Und irgendwas Komisches ist mit der Musik passiert. Und zwar wird die irgendwie zweimal abgespielt in so einem kleinen Abstand. Das hört sich sehr merkwürdig an. Wollte jetzt nur mal zeigen. Also ja, man merkt irgendwie, dass das hier wirklich eine gebrauchte Version ist, die ich mir aus dem Internet bestellt habe. Für die, die es nicht wissen, einmal ist das Spiel auch schon abgestürzt, also weiß ich nicht. Vielleicht liegt das an dem schwarzen Zeug, was irgendwie auf der CD drauf ist. Was auch immer das ist. Egal. Da gehört ich da an, ey. Na gut. Schnell, es besteht akute Gefahr, dass der private Grogvorrat des Admirals verloren geht. Unser Schiff ist vom Kurs abgekommen. Jetzt befinden wir uns in den Fängen riesiger Seemonster. Verwenden Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem Jetpack und sammeln Sie 7 Kisten ein, bevor die Zeit abläuft und die Monster, die alles gefressen haben. Aber seien Sie vorsichtig, der Angriff hat die Fässer höchst explosiv werden lassen. Sie können beim geringsten Schlag in die Luft gehen. Wenn Sie mehr als 3 hochgehen lassen, erleben Sie mal, was eine Flut ist. Okay, die Musik müsste sich aber wieder beruhigen. Nachdem ich hier wieder zurückkomme aus der Mission. Hoffe ich. Auch mal irgendwann im Spiel so. Knirsch! Schlürf! Rülps! Der Gott des Kapitäns ist über die 7 Meere verteilt worden. Und sie mindestens 7 Flaschen dabei in die Luft gejagt werden. Boah, geht so schnell weg, ne? Oh, jetzt sind halt schon größere Level, habe ich das Gefühl. So, ich muss 7 Fässer holen. Bald los. Wir sind zu zweit, okay. Das war knapp. Okay. Hilfe! Gut, den habe ich nicht erwischt. Aha. Oh Gott. Die Steuerung ist nicht so auf meine Seite, habe ich so das Gefühl. Hilfe! Nein! William! Ah. Betrachtet die Szene, betrachtet das Trauerspiel, wo ich sagen. Also, kann man doch bestimmt noch einfacher machen, ne? Nein! Schon wieder kaputt. Mann, nein! Zu viel verloren. Nein! Okay, stimmt, er hat ja gesagt, 3 dürfen nicht gut gehen. Okay. Was? Er lacht sich erstmal einen ab. Na gut, das Ganze normal dann. Ah, rumrasen. Ich verstehe es. Na gut. Oh, der ist aber nicht so leicht. Aber ich habe unendlich Jetpack Muni, oder? Oder 100, das reicht auf jeden Fall. So, dann. Ich hab 4 Minuten, hallo. So, auf der anderen Seite da hinten auch noch welche. Hilfe. Oh, diesmal aber nicht kaputt machen, ne? Ich will mal sehen, was da ist. Einer. Da wird gerade einer gefressen, ey. Das ist zum Beispiel eine Truhe, hallo?
Die einfach nur gesehen haben von der Nähe oder war kein Geheimnis, was weiß ich. Nein! Verdammt! Schon wieder eine verloren. Da wird, glaube ich, ein Trend, oder? So, schnell weg da. Letzte Kiste, okay. Aha. Jetzt explodiere ich, ne? Na gut. Okay. Was ist das denn, ey? Bison mit Flügel oder was? Boah, ein Goldesel. Was? Das Spiel ist mir zu logisch. Ich verstehe es nicht. Und Oma. Na klar. Jetpack Contest 1. Spatke und Musik, was? Spätsch, was weiß ich. Vergraulen muss man sich verdienen. Geh nochmal. So. Ach du Scheiße, ein paar fiese Diebe haben wir. Alle hochwertigen Waren aus der Mühle am Ort gestohlen. Nun liegt es an ihnen, alles wieder zu beschaffen und die Diebe zu fangen. Also ran in den Speck und ihnen nach. Wenn sie die erwischen, sorgen sie dafür, dass sie ihnen so richtig die Tränen kommen. Sammeln sie alle drei Gesundheitskanister hinter den Windmühlen ein und vernichten sie den Feind. Wenn sie auch nur eine Gesundheitskiste verlieren, ist die Mission im Eimer. Okay. Dann sollten wir das als erstes machen, nehme ich an. Ne? Okay. So, wird aber nicht so schwierig sein, ne? Und die Typen kalt machen, ne? Ah, sie sind also ziemlich zuversichtlich, was? Na klar. Gut, lassen sie sich von diesen Themen nicht unterkriegen. Alle Feinde müssen zerstört werden. Das hier? Kein Problem. Sie müssen alle eingesammelt werden. Das ist natürlich eine Mine. Ja, ja. Breit los. So, wir sind diesmal zu dritt, ne? Ja, da. Warte mal, alles. Wir haben ein Jetpack, okay? Mal drei. Machen wir erstmal. Das sieht aber verlockend aus. Number two, okay. Oh Gott, jetzt sehe ich verlockend aus. Nein. Boah, wenn der jetzt direkt darauf schießt, ne? Okay, Gott sei Dank. Na, warte du, du hast du Kleider. Sind hier überall Fässer? Hi, na? Oh, ich hab keinen. Ich hab kein Dingens hier. Schrotgewehr und so. Aber ich krieg noch. So, sehr gut. Dirty Thieves. So, einer ist schon mal weg. Bams. Nummer 2 war einmal. Da hat schon wieder. Wieso Boogie Pete? Nee. Habe ich die Splitterbomben einsetzen würde. Ich kann mit denen gar nicht umgehen, ey. Ja, wenn das Ding da in der Luft mich abfängt, ne? Da komme ich doch irgendwie rüber, oder? Ja. Hier. Boah, die hat eine geile Kurve geflogen.
Zeit von Crony ist gekommen oder Crony. Was, was, was war das denn? Nein. Ja, die Sounds von dem Spiel sind auch irgendwie ein Eimer. Habe ich mir da für eine Version geholt, ey. Oh, leck. So, irgendwie komme ich doch hier runter, oder? Nein! Ah! Wie? Ich? Du? Was? Warum läufst du genau da runter? Hat dir auch keiner gesagt. Oh nein. So. Upsala. Hat der überhaupt schon was gemacht, der hier? Kommt mir nicht so vor. Ja. Tui, jucken! Platsch! Hat er gemacht. Sei wie Wasser. Fließ in einer Tasse, damit du zur Tasse. Nein, 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 nein! Wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen, meinen Hauptcharakter wegzuhauen, ey? So, du kommst als nächster dran, ne? Sag ich mal, sterb. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll, ey. Time to say goodbye. Tja, fail. Oh. Oh Mann. Hi, na? Sehr gut. Da war weg, da war wirklich Boogie Pete, ey, leck mich. So, jetzt hol ich die Dinger. Nein. So, sehr gut. Oh mein Gott. Geht das ganze Spiel nur um Boogie Pete oder was, ey? Jetzt hat man doch gerade. Den Zack, da hat man doch gerade. Weil diesmal kommt ein Rind. Dann gut, so ein schlechtes Zeichen. Nein. Was ist das für eine Farbe? Das ist doch nicht Bronze, oder? Ja, was das für Farben sind. Apfelkerninsel, Land ahoi, wir segeln auf dem Weltmeer nur mehr, als wir diese kleine Inselgruppe entdecken. Schnell verschaffen wir uns einen Überblick über diese Gegend. Weit über unseren Köpfen parkte eine Schatztruhe, die leider von einem knurrigen alten Seefahrer bewacht wird. Leider sind wir nicht gut vorbereitet. Ohne Hilfe kommen wir da nicht ran. Da müssen sie eben mal ihren Kopf verwenden. Okay. Dann Schwert, ja. Okay, läuft gut bis jetzt. Bis jetzt noch nicht so viele Probleme gehabt. Nicht so viele Probleme, die wir nicht lösen konnten, ne? Hä? Das ist aber gut. Unsere Buben sind echt gut. Ja, macht das Spiel Spaß. Ja. Ihre Mission. Sammeln Sie die Kisten ein. Sie müssen die Kiste erreichen. Ja, ach. Unsere oder deren. Egal wie hoch, wir kommen da ran. Das ist alles? Wollen Sie sich den Jetpack? Okay, wollte schon sagen. Mit den Oms. Nun bereit zum Losschlagen. Aber Schrotflinten haben wir. Old Sea Dog. Cutthroat Kim, was? War schon gleich vorbei?
Du. Und ich rieche Blut. Nun mach schon. Verdammt. Ich werde doch nicht hier runterfallen, oder? Nein. Mein Gott, voll die Piratenstimmen. Oh, die heißen auch Piraten. Nein. Hört auf. Hört auf, meinen Hauptcharakter zu töten. Ey. Wo ist das Ding, was ich einsammeln muss? Alle töten so meinen Hauptcharakter. Nein. Was ist das? Wo schießt er denn? Was? Boah, stirb, Boden, stirb. Oh Mann. Ach, Bob war da, oder was? Stand da gerade Bob verkloppt? Verkloppt sie alle? Das muss ich mir angucken. Wo ist denn das Ding? Das ist doch voll weit weg, ey. Will sie mich verarschen? Nein! Hat nicht mal gereicht. Kriegst mich doch nie im Leben. Nicht mit einer Granate. Nein! Jetzt bin ich ja noch weiter weg davor. Wie? Lass das. Wie? Hey, wie flattern. Okay, hier läuft alles schief, was noch schief laufen kann, aber wir schaffen das schon. Einmal Jetpack. Machen wir nochmal. Ach, deswegen. Die kriege ich, die kriege ich. Jawohl. Das war so geil. Sehr gut, alles lief nach Plan. Sehr gut. Der war schön. So, bald haben wir irgendwie... Irgendwann haben wir die ganze Tierwelt hier vom Himmel geschossen. Wie Silber einfach Gold wert. Nächste Mission. Rutsche ins Verderben. Drei fiese Brutalos haben einen Angsthasen auf der Rutsche festgesetzt. Seien Sie so nett und helfen Sie dem Jungen aus seiner misslichen Lage. Sammeln Sie die Waffen ein, die Sie auf der Insel verstreut liegen, und erledigen Sie die drei Fieslinge. Jedoch ist Eile angesagt. Der Feind hat bald Zugang zum Luftangriff. Falls Sie den Wurm auf der Rutsche umbringen, ist die Mission im Eimer. Schaffen wir auch noch, ne? Ja, war so geil. Wir hatten nur drei Dinger waren, ey. Okay, na. Jetzt wurde man tapfer bis nach ganz oben gekämpft. Der hat einen Zylinder. Jetzt haben diese gemeinen Kerle ihn in Schrecken angehakt, dass er nicht mehr runtertraut. Oh Mann. Jetzt haben sie ein, was in der Landschaft verteilt ist. Und sorgen sie diese Halbstarken. Ach, aber beeilen sie sich, bald hat der Zugriff auf den Luftangriff und wird nicht zögern, ihn sie einzusetzen. Ich habe Fallschirm, was? Oh mein Gott, warum liegen denn hier Balmin? Ja, Splitterbombe, ich muss die auch noch alle erledigen, genau. Eine Bazooka oder so. Ja, eine Bazooka, das ist gut. Jetzt mal ganz nach oben so. Hilfe! Auf damit! So, brauche ich den Fallschirm denn? Geht da hoch, Mann! Ja, gerade hast du das doch gemacht. Oh Mann, was für eine Windstärke. Ah, da habe ich einen Platscher gehört. Wie? Nein!
Was soll ich denn machen, wenn die hier runterschießen? Hallo? Oh, da kommen immer neue Sachen, geil. Ja toll, das Ding ist jetzt direkt davor. Sondern war. Der war nicht gut. Ja, ne, wenn der einfach mit einem Dings schießen würde, mit einer. Mit einem Schrotflinte am Wert. Hätte ihn voll einfach hier wegpusten können. Oh, Windstärke 0, gut. Nein! Oh, could this happen? What is this? Ist ja Windstärke 0. Hätte ich locker schaffen können. Ja. Hätte ich den Duck verhindern können. Wenn ich gleich sehen. Na gut, da würde ich aber sagen, die Mission ist auf jeden Fall gescheitert und das machen wir dann nochmal in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.